Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe für euch hier das Cosmos Infinity Sprüche Journal und immer noch total dreckige Finger. Damit müsst ihr jetzt leider leben. In unserem letzten Video hat Bonnie mich besucht. Das heißt, ich habe jetzt hier auch so ein paar schöne Pfotenabdrücke. Unsere Katzen dürfen nämlich raus, wann immer sie lustig sind. Und das tun sie auch. Danach kommen sie kuscheln auf den Schreibtisch. Nun gut, geht's hier weiter. Ja, wie üblich, ich freue mich über jedes Like, jeden Kommentar, alles, was ihr mir bis jetzt rübergeschickt habt. Total cool, vielen Dank dafür. Und ich mag gerne weiter mit euch Kontakt haben. Das ist total toll. Heute habe ich euch, klar, das Sprüche-Journal mitgebracht. Haha, steht ja in der Überschrift. Aber ich möchte mit euch die letzte Signatur und davon die Mitte bearbeiten. Und zwar ist mein Plan hier. Guck mal eben, passt der Bildausschnitt? Sieht er nicht? Jo. Sieht er nicht komplett? Jo, auch fein. Sehr schön. Und zwar habe ich, ja, wie gesagt, das Kosmospapier. Das wisst ihr ja schon. Ich habe mir so zwei kleine Scheibchen ausgeschnitten mit dem Birkenmotiv. So, und dieses Papier habe ich in Anführungszeichen jetzt doppelt genommen. Und zwar einmal das aus dem Backgroundspapier und einmal das mit dem Wolf. Jetzt habe ich das geknickt und zwar so, wie ich das kleben will. Also ich will die Mitte in die Mitte kleben. Das heißt, hier wird es auch gar kein Bimsel-Bamsel-Gedönse geben. Das heißt, hier wird der Wolf einmal festgesetzt. Der wird hier noch klappbar sein. Und jeweils an dem klappbaren Wolf, haha, also der wird so klappbar sein, ne? Dann müsste ich den tatsächlich auch nochmal knicken, ne? Okay, ich überlege gerade, ob ich daraus nicht vielleicht einfach Pockets mache, rechts, links. Das ist wahrscheinlich schlauer, also dass ich in der Mitte komplett anklebe, den Rest zur Pocket mache, weil sonst klappt sich nämlich, also das hier soll nicht so aufklappen, ne? Klar, soweit. Und hier in der Mitte werde ich dann Knöpfe mit Brads dran setzen, die das Ganze dann zuhalten. Und ja, stimmt, ich brauche noch einen Anhänger, den habe ich vergessen zu holen. Mache ich gleich. Ja, auf jeden Fall klappt das so auf. Ja, und hier auf die Innenseiten, da werde ich mir auch noch irgendwas überlegen, weil das Motiv auf der Rückseite gefällt mir nicht. Da werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwie noch eine Pocket oder irgendeinen Kram überlegen, der da wohnen kann. Gut, bauen wir jetzt erstmal das Grundstück, also das Basisstück, sage ich mal. Und ich glaube, da werde ich erstmal, bevor es eingeklebt ist, mir hier die Kanten zurechtsetzen. Machen wir nochmal Folgendes. Ich werde hier die Löcher für die Brads setzen. Noch besser. So, ich bin heute etwas unentschlossen, ihr merkt das schon. Jetzt werde ich hier mal einmal aus dem Bild rutschen und an meiner Bastelmatte hier anlegen, dass ich ungefähr die Mitte treffe. Also ich bin da immer nicht ganz so päpstlich, nur so im Groben möchte ich ungefähr die Mitte haben. So. Und das dann auf beiden auch gleich. So, Loch ist drin, das heißt, wir wissen jetzt, dass dort meine Knöpfe hinkommen. Ich hoffe, dass ich das mit den Knöpfen. Aber ganz happy bin ich damit jetzt noch nicht. Warum eigentlich nicht? Weil sie sich noch so wenig abheben, deswegen. Ich glaube, ich möchte meine Knöpfe dann auch noch mit Gilding Wax bearbeiten. Das mache ich gleich auch noch. Also einmal mit dunklem Gilding Wax werde ich die bearbeiten. So. Ja. Jetzt wollen wir einmal den Junk Journal Kleber. Bin ich jetzt hier immer noch im Bild? Also halbwegs, ne? Wir machen das jetzt mal so. Ich stelle das Buch mal auf. Nein, ich stelle das Buch nicht auf. Ich lege es zur Seite. Viel besser. Was ihr nicht seht, ich habe ein Katzenbaum hier auf der hinter mir, wo die Katzen eigentlich ist es dafür da, dass die Katzen da chillen können.
Und ja, sagen wir mal so, grundsätzlich tun sie das auch manchmal. Meistens wollen sie nämlich viel lieber hier auf dem Schreibtisch rumlungern, wo ich am Arbeiten bin. Im letzten Video gesehen, also Bonnie liebt Papier. Damit passt diese Katze zwar ganz wunderbar zu mir. Nur ist es sehr schwierig, mit einem flauschigen Wesen auf dem Schreibtisch weiter zu basteln. Wenn man das flauschige Wesen hier auf dem Schreibtisch hat, was schnurrt und sich dreht und gekrault und gestreichelt werden will, dann hat man erstmal überall den Bonnie-Fussel. Das ist nämlich auf dem Weg zum Frühling. Und ja, auch Katzen haben Winterfell und fangen an zu fusseln. Besonders sibirische Waldkatzen. Aber heißt, ich weiß nicht, ob besonders sibirische Waldkatzen, aber mindestens sibirische Waldkatzen auch. Und norwegische Waldkatzen ebenso. Die lassen, was Fusseln angeht, da nicht viel offen. So. Mal, ob das mit dem Knick noch funzt. Es kann nämlich sein, dass das hier das eine so ein Millimeter zu lang oder zu kurz ist. Ich will ja nicht, dass das hinterher klemmt. So. So läuft bei mir. Seite. Nun ist das so, dass ich auf jeden Fall schon einiges an Bonnie-Fusseln in der Nase habe. Falls ich hier gleich einen Niesanfall bekomme, liegt das an sibirischen Fusseln in meiner Nase. Und ich mag sie dann auch immer nicht direkt wegschicken, weil ich finde das immer sehr süß und sehr lieb, dass sie mich besuchen kommt, wenn ich hier am Wuseln bin. Allerdings hat sie dann natürlich immer den Anspruch, dass man direkt streichelt, krault. Ich nehme das dann zum willkommenen Anlass und ja, streichle sie nicht nur, sondern nehme die Bürste, die neben meinem Schreibtisch liegt, und bürste ihr das Fell. Das findet sie so halb gut. Also einerseits findet sie das ganz cool und das scheint auch irgendwie so ein bisschen Massagefaktor zu haben. Und dann schnurrt sie auf und find das ganz, ganz angenehm. Zum Zweiten ist ihr das aber so ein bisschen lästig, weil sie auch ein paar Knötchen im Fell hat. Und wenn Frauchen dann kommt und kämmt, dann zieht das hier und da auch ein bisschen. So, und dementsprechend haut sie dann einfach irgendwann wieder ab. Das ist so meine Möglichkeit, Bonnie wieder zu vertreiben. Also, bös gemeint. Ich habe meine Katze lieb. Wenn ich hier am Basteln bin, dann ist das doch manchmal ein bisschen nervig. Irgendwie bin ich ein bisschen verrutscht oben, ne? Oder ich habe den Kanten hier ein bisschen blöd geschnitten. Ist das hier so ein bisschen auszustreichen, dass es nachher wirklich schließt. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich noch ein schönes Papier, was hier so ein bisschen daran anschließt, ne? Das werde ich mir gleich mal suchen. Ebenso werde ich mir einmal Gilding Wax und einen Anhänger holen, den ich vergessen habe. Ich bin hier gleich wieder bei euch. Und zack, schon wieder da. Wie ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe hier Taschen gebaut. Das wird auch gut funktionieren. Und ich habe mir Anhänger geholt, um. Ah, jetzt ist mein Pinsel schon sogar ein bisschen trocken geworden. Frevel, ich habe zu lange hier rumgewuselt. Ich habe mir Anhänger geholt, um dann die Mitte vernünftig festzumachen. So, diese Taschen werde ich ein bisschen stärker kleben, dass sie hier auf jeden Fall nicht wieder aufgehen. Aber dieser Junk Journal Kleber ist sehr gut. Sehr gut geeignet, um nicht wieder aufzugehen.
Der bleibt vor allen Dingen auch elastisch. Also ich finde den total super. Geile Erfindung. Er bleibt elastisch, dass er nicht bricht und macht hier seinen Job. Ursprünglich wollte ich eigentlich die andere Seite von diesen Papieren hier ins Taschen einkleben und dann fiel mir auf, dass auf dieser Seite hier der Wolf auch nochmal ist und das fand ich hier so ein schönes, ja, so ein Spiegelbild. Ist natürlich jetzt kein richtiges Spiegelbild, weil die Ansicht, die Größe, die Farbe ist natürlich eine andere, werdet ihr gleich sehen. Mein Gott, jetzt noch die Ecke hier. Gibt's doch nicht. Pinsel ist echt schon ein bisschen hart geworden. So, ihr seht hier einen kleinen Wolf. So, vernünftig Ecke auf Ecke. Gibt's denn das? Ich habe das doch vernünftig geschnitten, Freunde. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass ich es nicht vernünftig geschnitten habe? Muss ich nochmal nachschneiden oder was? Na doch, geht doch. Vielleicht gehe ich nachher noch mit einer kleinen Schere dran lang. Hab's mir doch ein bisschen, hab's doch ein bisschen gut gemeint mit den Kanten hier. So, wichtig ist mir auf jeden Fall, ein bisschen Gold wird es da doch auch nicht fehlen. Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass es klappbar ist. Das ist es. So, es klappt ein, klappt aus. Darf einen Moment trocknen. Und dann widmen wir uns zur anderen Seite. Bin mal gespannt, wie lang dieses Video wird, weil eigentlich war ich ganz gut vorbereitet. Und eigentlich, irgendwas ist immer. Wie bei irgendwas ist immer. Ah, Gilding Wax vergessen und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt hier meine Knöpfe, habe ich schon mit Gilding Wax eingematscht. Ich weiß gar nicht, sieht das hier vom Ausschnitt? Ich glaube schon. Also Knöpfe, in Anführungszeichen, ne? Wisst ihr Bescheid. Paper-Knöpfe. Die haben jetzt einen Gilding Wax-Rand. Ich habe erst überlegt, ob ich das Türkis nehme. Das war mir dann aber echt ein bisschen zu grell. Ich wollte es dunkel abgesetzt haben. Und das habe ich dann auch gemacht. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich muss gleich nochmal durchstechen. Was man nicht im Kopf hat, ne? Jetzt werde ich nochmal. Ha. Elend geht die Welt zugrunde. Da ist, wo ist mein Loch? Werde ich das hier nochmal kurz heben. Verzeih mir Papier, das ist nicht böse gemeint. Siehst du, das ist der Punkt, wo ich mir manchmal denke, so Kind schalt's Hirn an und mach die Sachen in der richtigen Reihenfolge. Richtige Reihenfolge wäre hier zum Beispiel gewesen. Erst die Paper-Dinger hier dran zu setzen und dann die Tasche. Oh Gott, was man nicht im Kopf hat, ne? Was man nicht im Kopf hat, hat man im Kleber. So, so, ich habe nicht mehr die Mitte getroffen bei meinem Knopf. Sehr schön. So, jetzt haben wir nämlich hier den Brett drinnen in der Tasche. Und der guckt nicht raus. Das war doch mein eigentlicher Plan. Wieso verfolge ich ihn ja nicht? Er dreht sich noch. Also er ist nicht mit festgeklebt. Er wird aber genug Platz haben, dass ich das hier... Wo ist denn der zweite hin? Brett? Ist nicht so ernst, oder? Kennt ihr das? Gut vorbereitet und dann findet man nichts wieder. Der ist ganz nach oben abgehauen. So, jetzt habe ich ja mal kurz ein bisschen Chaos veranstaltet, weil meine Tasche da oben schon eingepinselt ist. Oh Gott, was ein Stress. Was ein Stress. So, das Schöne ist, ich habe hier beide Knöpfe, so nenne ich es jetzt mal, gleich schief durchgestochen. Also ich habe sie durch beide gleichzeitig gestochen, deswegen ist es schon sehr symmetrisch schief.
ganz nett. So, ihr seht hier live basteln. Ist ja auch ein Craft with me Video, ne? Da muss nicht immer alles perfekt funktionieren. Das, so. Guckt. So, mit dem Gilding Wax und überhaupt. Jetzt kann ich die Tasche hier aufsetzen. Jetzt sollte ich es dann richtig rummachen. Jetzt, also das Ding ist, wenn man den Kleber schon leicht hat antrocknen lassen, dann ist das alles ein bisschen tricky, weil man ihn dann nicht mehr schieben kann. Da muss man sehr sauber arbeiten. Manchmal fällt mir sehr sauber arbeiten schwer. Bist du noch klappbar? Bist du noch klappbar? Schönes Ding. So. Das wird eine Monster-Mittentasche hier. So, was ich hier gleich noch dran machen werde, kann ich eigentlich auch direkt machen. Ja. Ich habe mir hier, das habe ich von meiner Tochter zu Weihnachten bekommen, diese ganzen schönen Uhren. Und eigentlich könnte ich auch eine Eule nehmen. Die passt sogar besser. Dann bleibt doch mal eben dran. Ihr hört mich weiter reden. Ich muss zu meinem Schrank gehen und dort eine andere Tüte rauszunehmen. Eine Uhr habe ich schon auf an der vorderen Seite, die ist auch schön, gefällt mir auch sehr gut, aber zu diesem Motiv passt doch tatsächlich besser meine kleine Eule. Na komm schon. Zack. Schwupp. Ja, achso, jetzt stimmt, diese Tasche hat ein Loch. So, also ich habe die Eule, die will ich hier mit dran packen. Und dann werde ich auch noch ein kleines Rehlein mit dran packen. So. So, jetzt haben wir einmal durch. Löse. Das lassen wir gleich runterhängen. Kleine Reh. Schnipsel überlassen. So. So, wenn man Rechtshänder ist, dann wickelt man von rechts nach links. Oder wie hängst du denn besser? Glaubt man, ich bin beide Enden welche und wickel die so. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Na gut, vielleicht gefällt es mir später nicht mehr. Dann kann ich es immer noch losbinden. Das ist möglich. Okay. Zu klebrige Pfötchen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier wieder aus dem Bildausschnitt rausgekommen bin mit meiner Eule und meinem Reh. Machen wir hier oben einen Abschlussknoten und dann knoten wir auch die Eule fest. Wahrscheinlich habe ich das jetzt viel zu lang gemacht. So, meine Lieben, das gefällt mir schon ganz gut. Ich mal gucken, ob ich diese kleinen Fransen nur abschneide oder nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall so, wie ich das gut tragen kann. So, jetzt machen wir das andersrum ab. Jetzt brauche ich das Buch wieder, ne? Also Faden und Bimsel kann weg. Jetzt kommt das Buch wieder. Und nun habe ich ja hier auch noch Fäden in der Mitte. Huch, ich klappe das natürlich auf.
an sich ganz brav ist. Und die Fäden in der Mitte werde ich mir ein bisschen kürzen, weil hier werde ich mal definitiv, gewachste Fäden. Vielleicht sollte ich meine Schere auch mal wieder schärfen. Also ich habe auf jeden Fall einen unkaputtbaren Faden gefunden. Oder fast unkaputtbar. Der ist so zum Binden, ist sehr großartig. Ist mega stabil gewachst. Ich glaube zumindest, dass er gewachst ist, aber macht den Eindruck. So, was ich jetzt machen will. Ich möchte jetzt hier erstmal die Mitte einkleben, dass das richtig hält. Und dann werde ich, ich glaube, dann werde ich das tatsächlich noch zu Taschen machen. Machen wir uns das erstmal leicht und sorgen dafür, dass die Mitte vernünftig klebt. Also, das heißt eigentlich nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich. Hier muss eine Ladung Kleber drauf. Ja, die Kanten richtig gut und fein. Setzen wir das erstmal fest. So, jetzt bin ich der Punkt, wo ich zu faul bin, meinen großen Pinsel rauszuholen. Wäre viel leichter, als das hier mit dem schmalen zu machen. Ja, sei es drum, es funktioniert ja auch so hoch. Nein, nicht da rein. Können wir hier mal weiter so. Wichtig ist mir, dass das wirklich in der Mitte falls vernünftig klebt. So, und jetzt, wenn man das so schön hin und her dreht beim Kleber verteilen, sollte man sich wirklich überlegen, wie man es dann einklebt. Weil bei so einer Aktion ist ratzfatz ein Fehler gemacht. Und zack, ist die Mitte falsch eingeklebt und ja, ihr habt ja gerade gesehen, das Papier lässt man, also löst man nicht ganz so zügig wieder. So, auf jeden Fall habe ich jetzt echt schon ein paar große von den Kosmos-Elementen hier drin. Sei es hinten im Cover den Magnet-Folder, sei es hier jetzt den, ja, sag ich mal, das Wolfsfenster, nennen wir das Wolfsfenster. Das gefällt mir schon sehr gut, weil das macht eigentlich den Charakter dieses Buches auch aus. So, jetzt einmal richtig rum. So. Okay, ich sehe gerade, dass diese Seite... Oh nein, es passt, es passt. Ich freue mich, es passt. Benimm dich hier mal. Wollen wir doch einmal das Ganze wirklich zusammenklappen. Auch hier. Was ist jetzt? Ah, okay. Na, du bist bereit. So, ja, ich rede mit meinem Papier. Immer noch die unvergessene Küche. Die wird es irgendwann, dass diese Aufschrift nicht mehr gibt. So, da das jetzt hier eh mit hochkommt, ne? Macht das auch total Sinn, da einfach noch eine Pocket draus zu machen. Und wenn ich hier den Kleber schon offen habe, was kostet die Welt, ne? Bisschen viel dran, ne? Was kostet die Welt? Ich nehme sie im Stück. So.
Natürlich gucken, dass ich die Umseiten nicht mit anklebe. Weil das ist ein Müh, ist die hintere Seite kürzer als die Stamperia-Seite, die ich gerade hier eingeklebt habe. So. Ich habe schon wieder eine Idee, was ich noch Neues basteln kann. Nicht für dieses Journal, sondern für ein anderes. Aber es ist so ein bisschen wie der Appetit kommt beim Essen. Journaling-Ideen kommen beim Basteln. Und interessanterweise, also ich gucke mir jetzt immer schön Videos an, sag mal, wie man in einem Journal arbeitet, also schreibt, nicht bastelt. Ja, ich habe noch kein eigenes. Also ich habe schon eigene. Ich habe mir auch eins mal von einer Bastlerin auf Facebook gekauft. Das ist ein sehr schönes, kleines, süßes Journal. Und ja, ich habe tatsächlich noch keins in Angriff genommen, in dem ich selber schreibe. Das wird auch noch so ein Projekt für dieses Jahr. Aber ich habe sowieso noch ein Projekt, das hoch, nicht mit Kleber rumsauen, was ich euch gerne noch zeigen möchte. Und ich glaube, das ist sowieso jetzt mal sowas von an der Zeit, euch das zu zeigen. Die Gelegenheit ist günstig, wenn ich, während ich dieses Video drehe, ganz kurz davor 100 Abonnenten zu bekommen. Ich finde, das ist ein guter Anlass, ein, sag mal, Dauerläuferprojekt mal vorzustellen. Vielleicht drehe ich das Video heute auch, dass ich das dann direkt als nächstes raushaue, weil heute, also jetzt, zu diesem Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, stehe ich bei 99 Abonnenten. Das heißt, die 100, die ist ziemlich schnell da. Vielleicht ist sie das schon, ich habe es noch nicht gemerkt. Das wäre ja total toll. Nur, dann möchte ich euch gerne ein anderes Video präsentieren als dieses hier. Also, nicht, dass das nicht schön wäre. Ich finde einfach ein 100 Abonnenten-Video kann ein bisschen anders aussehen. Als ein Craft with me und ich bin hier am Wirbeln. Jetzt habe ich ein bisschen was ausgerissen. Vielleicht werde ich einmal das Ausreißen ein bisschen stoppen. Es gibt so ein paar kleine süße Tricks, denen ich mich bediene, um Schaden abzuwenden. Zum Beispiel hier ein Klebestreifen durchzuziehen. Ihr seht, der kommt hier auf dieser Seite wieder raus. Seht ihr das so? Aus der Ausluft? Ich weiß es gar nicht. Und ich probiere mal gleich nochmal. Weil der, also mir fängt die Mittelseite hier an zu wackeln. So, und das Video ist schon relativ lang. Überall Kleber und Finger. Das Video ist zwar schon relativ lang, aber ich finde, das gehört ja noch dazu. Wenn ihr ein schweres Element habt, also wirklich schwer im Sinne von Gewicht und nicht schwierig, wenn ihr ein schweres Element habt, wie rettet man das? Also, na was, wie rettet man das? Also, wie rettet man die Löcher? Ja, und ich mache das dann so, es gibt garantiert noch andere Methoden. Ich mache das dann so, dass ich ein bisschen Scotch Tape nehme. Oder irgendein anderes Tape, das muss jetzt nicht von Scotch sein. Es wurscht piep, ob das von Scotch ist oder von wem auch immer. Versuche es möglichst, ohne dass es sich direkt festklebt, runter durchzuziehen. So, ihr seht hier so ein bisschen was, habe ich mit meinem Klebefurt mit dran geklebt. Das ist ein gutes Tape. So. Wieder drunter durchschieben. So, jetzt haben wir es. Ich weiche mal eben meinen Pinsel ein. Zack. Jetzt können wir das voller Genuss schließen.
Das ist ja eigentlich nur ein Deko-Verschluss. So, da muss ja nicht viel halten. Ja, prima, ihr Lieben. Ihr seht, wir haben einen Verschluss. Wir haben zwei Pockets. Innen. Hier. Und hier. Oh, das ist aufgegangen. Warum ist es aufgegangen? Okay, jetzt wollte ich euch nochmal den Abschluss hier zeigen. Stelle fest, ich habe einen Klebestreifen vergessen. Den muss ich wirklich vergessen haben, weil dahinter ist nämlich nichts. Kann ja mal passieren. Wahrscheinlich habt ihr es im Video schon längst bemerkt und ich erzähle euch hier einfach vom Pferd und Daddel rum. Und habe nicht bemerkt, dass ich meinen Klebestreifen vergessen habe. Gut, wenn man sowas im Nachhinein merkt und auch gerade wenn man es kurz vor Verschicken ist oder vor Verschenken, dann würde ich jetzt hier auch tatsächlich ein bisschen doppelseitiges Klebeband nehmen. Das tut es auch. So, jetzt aber. Wir haben hier innen zwei Pockets. Wir haben einen Wolf, wir haben einen schönen Verschluss und wir haben außen nochmal zwei Pockets. Wir haben eine schöne Schließe, einen schönen Knopfverschluss. Mit diesen super süßen Herzchen-Breads, einer kleinen Eule und einem kleinen Rehlein. Jetzt verabschiede ich euch aus diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es zwischendurch ein bisschen chaotisch war. Ich hatte riesig Spaß und ich freue mich echt, dass es eins der schönsten Elemente, die bisher hier drin im Journal sind. Ja, bastelt euch was Schönes. Ich freue mich über euren Kontakt und sage bis demnächst in diesem Kino.